Hallo liebe Campingfreunde, heute mal wieder von Sachsen Caravan in Döbeln und jetzt habe ich ein schönes Modell, den Clever Vario Kids, ja, mit Betten über 2 Etagen. Ja, wir sind gleich in der Heckgarage sozusagen. Da unten ist natürlich nicht mehr so viel Platz, weil das Bett etwas tiefer ist. Ich werde euch mal das Maß nehmen. Da haben wir direkt, so, Moment, Durchlass, oh. Im Durchlass haben wir in der Höhe 39,8 cm und in der Breite, da haben wir 72 cm und in der Tiefe, da haben wir 1,16 m. Ja, immerhin kann man doch noch viele Euroboxen reinstellen. Auf der linken Seite haben wir gleich den Gaskasten und dann kommt das erste Querbett. Da werde ich auch mal das Maß nehmen. Da haben wir eine Breite von 1,37 und eine Länge von 1,92. Ja, hier geht es kuschelig zu. Muss es auch. Hier drüber werde ich mal nach oben steigen. Ihr seht, ist da dann nicht mehr viel Platz. Dann haben wir ja eigentlich eine Länge von 1,06 Meter und eine Breite von 1,39. Also ist das die Länge eher zum Schlafen, die 1,39 für die Kids. Ja, zwei würden hier doch dann nebeneinander schlafen, wenn sie nicht größer als 1,40 sind. Und wenn wir schon mal hier oben sind, werde ich euch gleich mal einen Schrank aufmachen, damit ihr so seht, wie viel Platz da drin ist. Und auf der anderen Seite, ja, nochmal das Gleiche. Ihr seht, hier haben wir noch ein mittelgroßes Heki für ausreichend Licht. Wir stehen hier in der Halle, da brauche ich es nicht aufmachen. Ja, was verbirgt sich unter dem Bett auf der Beifahrerseite? Da haben wir die Heizung und die Gasabsperrhähne. Ja, die sind ein bisschen unglücklich deponiert. Wie soll man da rankommen? Das heißt, man sollte hier entweder eine Duo-Control oder einen Crash-Sensor verbauen lassen, damit man das Gas nicht abstellen braucht. Ja, und auf der Beifahrerseite, da haben wir den Frischwassertank mit der Revisionsöffnung. Und ihr seht, noch ein kleines Geheimfach. Ja, da kann man noch einiges deponieren. So, dann gehen wir mal zum vorderen Bereich. Ja, wir sehen hier eine Halle. Die Halle ist voll gefüllt, eng auf eng, aber in die Fahrzeuge kommt man noch gut hinein. So viel Platz ist. Und ja, das Fahrzeug hat eine Länge von 5,99 Meter. Und ja, da passt denn doch schon einiges rein hier. Wir haben eine relativ große Sitzgruppe. So, im ausgezogenen Zustand haben wir doch genügend Platz. Ich werde mich gleich mal hineinsetzen. Ja, dann messen wir doch gleich mal. Aber das Tolle ist, ich habe hier voll ausgeformte Sitze. Echt richtig gute Sitze. Und ja, die zeige ich euch nachher nochmal genauer. Ich messe euch erstmal den Tisch aus. Der hat an der längsten Stelle unausgeklappt. So circa 90 cm. In der Tiefe haben wir 49 cm. Und die Gesamtlänge mit dem Alternativtisch, da haben wir 1,21 Meter. Das sind immer alles circa Werte, wenn ich das so auf die Schnelle messe. Und das Dinettenmaß für dieses Fahrzeug
beträgt 1,18 Meter und die Sitzgruppe auf halber Höhe, da haben wir 1,06 Meter. So, jetzt kommen wir mal zu diesen tollen Sitzen. Das sind zwei Einzelsitze. Die könnt ihr auseinanderziehen, seht ihr? Da könnt ihr dann ganz bequem reisen. Und was noch viel besser ist, so passen natürlich zwei Kindersitze bequem nebeneinander, weil wir haben hier auch Isofix-Befestigung, wo man sehr gut rankommt. Und der Sitz ist nochmal nach vorne verstellbar, so dass die Sitze eine ganz tolle Neigung haben. Also wie gesagt, das sitzt sich sehr, sehr toll da drin. Ja, wir kommen vorne zur Ablage über dem Fahrerhaus. Wie immer sehr geräumig, sehr praktisch. Dann über der Dinette haben wir einen riesigen Oberschrank. Der geht in die Ecke und dahinter wird natürlich der Platz sein, wo ja, die Elektronik der Sattanlage kommt, wenn dann hier der Fernseher angeschraubt wird. Ja, jetzt kommen wir zur Küche. Die Küche hat einen relativ großen Oberschrank. Ich messe euch mal die Tiefe aus, dann habt ihr mal ein Maß. Da haben wir 19 cm. Ja, ist nicht sehr viel. In der Höhe haben wir dafür ein bisschen mehr, 27,5 cm. Und in der Breite haben wir 65 cm. Ja, so könnt ihr euch wenigstens mal ein Bild machen, was da alles so reinpasst. Unten, ja, ich denke, gegessen wird außerhalb. Nein, ihr habt immer noch Platz, um hier kochen zu können. Zum Schnippeln müsst ihr halt auf den Tisch ausweichen. Oder ihr habt hier noch eine Arbeitsplattenverlängerung. So habt ihr noch ein bisschen Platz, um diverse Sachen abzulegen. Ja, das ist das Standardkochfeld mit Piezezündung, zwei Flammen. Hier ist ein etwas größerer Wasserhahn. Das finde ich toll. Ich glaube, den muss ich mir auch noch holen. Der sieht auch richtig schön solide aus. Und da passen ja schön die Töpfe drunter. Darunter haben wir im vorderen Bereich den Besteckkasten. Der hat eine Breite von 26,5 cm und eine Tiefe von 30,9 cm. So, das setzt sich natürlich unten fort. Und dann haben wir noch einen sehr hohen, voll ausziehbaren Schubfach. Und hier haben wir halt große Fächer, wo wir die Töpfe deponieren können. Ja, machen wir mit dem Kühlschrank weiter. Hier haben wir einen Dometic-Kompressor-Kühlschrank. Ja, Kühlfach. Auf Augenhöhe. Und den kann man, das sieht nur so aus, nicht in beiden Seiten öffnen. Da ist dann nur der Anschlag tauschbar. Ja. Darunter haben wir dann noch Staufächer. Und dahinter, wir brauchen ja Platz. Wenn hier zwei Erwachsene, zwei Kinder drinnen schlafen, brauchen wir Staufächer. Und hier ist dann der Kleiderschrank. Ja, jetzt haben wir noch die Ansicht von innen zu den beiden Betten. Klaustrophobisch darf man nicht sein, sonst wird's eng. Darunter hat man noch mal einen Zugang zur Heckgarage. Hier sieht's aus wie in vielen anderen Clevern auch. Mit diesen elegant schwarzen Ablagen, die Geschmackssache sind. Aber dafür haben wir einen sehr großen Spiegel. Und hier oben kann man dann
wenn sie denn da ist, die Duschbrause einhängen. Die wird natürlich montiert, wenn das Fahrzeug übergeben wird, das ist doch ganz klar. Hier drüber haben wir zwei Hängeschränke. Ups. Kein Softclose. Und eine Zwangsentlüftung sowie ein Badfenster. Dann setze ich mich doch mal hinein. Ja, hallo, die Tür lässt sich nicht so einfach öffnen, weil hier Magnete an den Seiten sind. Da muss man doch einen kräftigen Ruck machen, um sie zu öffnen. Ist natürlich gut so, so können sie sich während der Fahrt nicht öffnen. Und ich habe hier, wie ihr seht, einen tollen Thron, sehr viel Platz. Ja, bis später. Ja, auch zum Duschen habe ich hier genügend Platz. Ich bin 1,80, habe nach oben eine Handbreit Platz und ja, ihr könnt sehen, ne? Also Platz ohne Ende hier drinne. Ja, da ist bei mir mein Rodecar R640 viel, viel weniger Platz. Aber das Duschen heute Morgen hat auch funktioniert. Das geht. Ja, super. Ich blende euch auch mal die Ausstattung gleich ein. Der Clever Vario Kids hat einen Preis von 49.239 Euro. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch einen Daumen hoch. Und möchtet ihr noch weitere Videos von diesem Kanal sehen, dann abonniert ihn doch einfach. Und bitte die Glocke nicht vergessen. Ja, ich sag da mal Tschüss hier aus Göbel bei Sachsen Caravan. Bis bald.